Hallo Internet, hallo YouTube. Dass ich das nochmal erleben darf, hätte ich nie gedacht. Ich bin hier gerade am Apfelernten mit meinem Krone Emsland hier. Und zwar geht es um einen Apfelmod in der Version 1.0. Und das ist echt richtig klasse. Man stellt sich hier diese Bäume auf, die Apfelbäume. Wie man sieht, den einen hier habe ich gerade schon abgeerntet. Nach einer gewissen Zeit sind dann halt diese Äpfel hier dran. Und dann komme ich mit meinem Krone Emsland, der hier extra für gemoddet wurde. Und fahre runter, bekomme halt die Äpfel, bringe die in den Verkaufsstand und dort werden die an der Straße dann automatisch verkauft. Ja, das Ganze im Shop sieht so aus. Und zwar müsst ihr dann auf platzierbare Mods. Hier habe ich jetzt meinen Apfelbaum. Den packe ich mir dann hin, wo ich will. Das könnt ihr ja einfach dann irgendwo hinstellen. Das ist mein Straßenverkauf. Da gehen dann halt 1000 Liter oder 1 Kubikmeter rein. Und Verkaufspreis der Äpfel 1,50 pro Kilogramm. Ertrag in einer Stunde Maximum 100 Euro. Also den kann ich mir irgendwo hin platzieren. Man soll es aber so machen. Finde ich jetzt, dass es optisch halt schön aussieht, dass auch nichts unten an so einer Schräge steht, sonst wirkt das nicht so glaubwürdig, kann ich mal zeigen. Gleich, was ich meine. Ja, und dann gibt es halt noch diesen. Na, wo ist er? Da. Den Krone Emsland dann dazu für die Äpfel, um die dann zu transportieren. Was bei mir ist ein bisschen komisch war. Ich habe vorhin gestaunt, was hier auf meinem Hof los ist, weil hier fliegt was rum und hier noch zwei Gabeln, die vorher auf einem Anhänger deponiert waren. Und mein Anhänger, YouTube, jetzt ist er weg. Ja, vielleicht hatte ich Halluzinationen, aber der hing vorhin oben im Apfelbaum. Also keine Ahnung, wo der jetzt rumliegt. Keine Ahnung, wobei das passiert ist. Okay, wir probieren das Ganze mal aus. Ich habe hier schon ein paar Äpfel drauf. Schöne Textur, finde ich. Und fahre jetzt halt einfach hier mal drunter. Oh, ich hoffe, das klappt jetzt auch. Ja, doch. Das wurden eben schon ein paar weniger. Ah ja, es befüllt sich langsam. Weil Äpfel pflücken dauert halt was. Bringt vielleicht auch ein bisschen Ruhe rein auf dem Hof. Mal gucken, ob man das auch von außen sieht. Achso, wenn ich den nicht ausgewählt habe. Jetzt macht er gar nicht weiter. Was sind jetzt alle Äpfel runter? Schauen wir doch mal. Ah ja, okay. Der hat keine mehr. Dann fahren wir halt zum nächsten. Stopp. Na, nein. Ich wollte das mal ein bisschen einfangen. Dass jetzt der hier... Ah, so sieht man jetzt nicht, dass es weniger wird. Doch. Okay. Jetzt ist der abgeerntet. So, einen haben wir noch. Da liegt auch mein Anhänger. Hier kommt nichts weg. Also da könnte man sich hier richtig große Plantagen machen. Eine tolle Sache. So, den ernt man noch ab. Auch die Bäume sehen sehr schön aus. Kann sich ja nochmal zeigen. Echt schöne Apfelbäume. Okay, dann wollen wir mal zum Verkaufsstand.
Also ich habe jetzt mal zur Probe hier vorne einen hingestellt und da sieht man jetzt... Mal kurz einblenden. Der steht jetzt auf so einem Sockel. Das ist natürlich dann doof in dem Moment. Das liegt aber daran, weil der halt, wie gesagt, in der Schräge steht. So, hier könnte ich jetzt dann die Äpfel überladen. Okay. Fahren wir zum anderen Stand, den ich hier noch habe, um die Ecke. Da konnte ich ihn flach hinstellen. Und dann gucken wir mal, wie es da aussieht. Den Link, wie immer, findet ihr unter dem Video. Ihr braucht auch den ganzen Mod einfach nur zu einer ZIP-Datei in den Ordner und in den Mod-Ordner und könnt dann sofort loslegen, also nichts mit dem Packen oder so. Ganz einfach. Und dann vor allen Dingen ist das Ganze ja im Spiel kaufbar, also ihr müsst kein Modding-Profi sein, um das einzubauen. Okay, da steht ja auch ein bisschen im Gras. Ich hoffe mal, dass hier ein paar Wanderer vorbeikommen und dann einfach ein paar Äpfel gegen Bezahlung mitnehmen. So, jetzt kann ich hier einfach abladen. Nochmal ein Stückchen weiter. Ja, vielleicht für die V2. Meckern auf hohem Niveau. Wäre schön, ups. Hey. YouTube? Ach da. Ich dachte schon, das Ding ist weg. Ja, ich habe mal wieder Orientierungsprobleme. Orientierungsprobleme, so ist richtig. So auch völlig okay, aber wenn die Dinger in Kisten wären, wäre es natürlich nochmal... Aber wie gesagt, das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau. Ich finde das wirklich... eine klasse Sache. Und ja, die verkaufen wir jetzt dann halt. Ich weiß es nicht, ob die hier auch erscheinen. Ich glaube aber mal nicht. Bitten wir mal durch. Nee, nichts mit. Keine Äpfel. Ja, und so würde ich jetzt das Ding dann halt nachher wieder auffüllen. Der ist jetzt halt voll. Oder ich stelle mir noch ein, zwei in der Stadt auf. Jetzt werde ich nur mal kurz mal zeigen. So. Keine Ahnung. Vielleicht hier neben dem Fußballfeld. Wo immer. Bisschen mehr los ist. Und dann verkaufen wir da noch Äpfel. Ja, Daumen hoch von mir. Ein Mod, die echt das Spiel mal wieder sehr bereichert, finde ich. Man kann andere Geschäftszweige nochmal angehen, sich riesen Apfelplantagen bauen. Vielen Dank dafür, finde ich echt klasse. Und runterladen, mehr kann ich dazu nicht sagen. Probiert selber aus. YouTube, macht's gut.